Warum fängt es denn jetzt an zu regnen? Bin ich hier in verfucking Regenland oder was? Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich habe mir nämlich gedacht, ich starte ein Minecraft Let's Play! Okay. Ja, das war wieder eine ganz tolle Begrüßung mal wieder hier von mir. Und genau aus diesem Grund befinden wir uns hier heute schon in einer Minecraft Beta 1.8.1 Welt. Wundervoll. Oh, guck mal, da sind Chicken. Ich weiß, heute ist Dienstag und normalerweise kommt Minecraft auf meinem Kanal am Freitag. Allerdings habe ich in letzter Zeit wirklich so viele... Oh, guck mal, ich habe ein Achievement bekommen. Super, ja. Ich habe in letzter Zeit wirklich so viele Kommentare bekommen von wegen, Luca, starte mal wieder Minecraft, mach das mal wieder, damit bist du groß geworden, sei mal hier, bla bla. Hier mache ich's, ich mache ein Let's Play. Ihr seht schon, ich bin in der Minecraft Beta 1.8.1. Ich habe nämlich vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, wo ich die erste Minecraft-Version gezeigt habe. Hier können wir quasi rumlaufen. Oh, guck mal, ich kann... Ah! Ha! Und da habe ich einfach mal in den Kommentaren gefragt, ob ihr euch vielleicht ein Let's Play in der Beta-Version vorstellen könntet. Und da sind wirklich nahezu alle unter dem Video ausgerastet und meinten so, yo, voll geil, hast du doch schon mal gemacht. Ich habe ja früher mal so eine Lost-Reihe gemacht, vor 2 Jahren oder so, wo ich so Beta-Versionen gezockt habe. Früher war es halt so, dass wir dann in jedem Video eine Version hochgegangen sind. Das war aber voll blöd nach der Zeit, weil dann immer die ganzen Sachen angepasst werden mussten und Häuser wurden dann nicht mehr richtig komprimiert übernommen und so. Deswegen habe ich mir gedacht, ich starte einfach ein Let's Play in der Minecraft Beta 1.8.1 und irgendwann... Warum setze ich hier Holzblöcke hin, ich Dummkopf? Irgendwann gehen wir dann vielleicht mal eine Version hoch und zocken dann vielleicht mal eine andere Version und konvertieren dann die Welt in einen neuen Spielstand und so weiter und so fort. Toll. Da baue ich mich runter, um Steine zu kriegen. Und was kriege ich? Gravel. Scheiß Gravel. Ihr müsst an dieser Stelle wissen, dass ich nicht der beste Minecraft-Spieler bin. Und ich werde dieses Let's Play wöchentlich hochladen. Ich gebe euch jetzt einfach mal noch ein paar Infos zu dem Let's Play hier und zwar... Wieso sind hier so fucking viele Hühner überall? Dieses Let's Play wird wöchentlich auf meinem Kanal kommen. Also immer am Dienstag wird es quasi dann so ein Part hiervon geben. Weil ich will nicht, dass das Let's Play so meinen Kanal ernimmt, weil ich ja eigentlich derzeit mehr so auf Real Life ausgelegt bin und mir das ein bisschen mehr Spaß macht. Ich bin gerade sehr froh, entdeckt zu haben, dass ich auch sprinten kann. Also ich weiß nicht, in der Version, die ich halt erst gezockt hatte, wo viele meinten, mach doch ein Beta 1.0 Let's Play, da konnte man halt nichts. Deswegen ist das hier schon so ein bisschen interessanter. Alles klar. Hey Hühnchen, willst du vielleicht in einen Mund kommen gleich? Hallo Schwein, tschüss Schwein. Da vorne sind noch ein bisschen Zuckerrohrsachen. Und ja, also weitere Infos zum Let's Play. Immer dienstags wird dann auf meinem Kanal so eine Folge von diesem Let's Play hier kommen. Am Freitag kommt dann kein Minecraft mehr, sondern dann irgendwas anderes. Ja, allerdings habe ich hiermit jetzt halt alles miteinander verbunden, was sich eigentlich gewünscht wurde. Viele Leute wollten, dass ich mal ein längerfristiges Let's Play mache und viele Leute haben sich mehr Minecraft gewünscht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein längerfristig... Oh mein Gott, eine Höhle! Ich meine, viele Leute sagen, man baut sich nochmal runter, aber ich springe mal einfach rein. Ich habe keine Fackeln, das ist sehr gut, Luca. Wer hat mir erlaubt, sich dieses Spiel zu kaufen? Es ist wirklich sehr schön hier bei euch, aber ich will das ein nächstes Mal besuchen. Komme ich überhaupt raus? Ich habe mir jetzt hier einfach mal so einen Weg rausgebaut und wir merken uns diese Höhle und gehen da später rein. Oh, da unten ist noch ein Erdstein. Oh, da unten ist noch ein Erdstein. Ich kriege halt immer nur mit, wie alle anderen YouTuber irgendwelche krassen Let's Plays machen mit krassen Modpacks und ich werde einfach in der Beta zocken. Ist auch vielleicht cool oder so. Ach, guck mal, hier bin ich doch gespawnt gerade. Lol. Der haut einfach diese anderen Sounds noch raus. Ich mag dieses Sumpfterrain eigentlich gar nicht so krass. Also das ist eigentlich nur so... Ja, ich hasse dieses Terrain eigentlich. Eine Ewigkeit später. Ah. Das sieht doch schon mal viel cooler aus hier. Das wäre halt echt geil, wenn wir uns dann irgendwie unser Haus irgendwie hier in die Mitte vom See bauen würden. Und dann haben wir quasi da vorne so das komische Sumpfgebiet. Da vorne irgendeine Oh mein Gott, was ist das für ein Berg? Bei allem Respekt, kleiner See da unten, aber look at this Berg. Oh my God. Oh mein Gott, da sind noch viel krassere Berge. Alter Schwede, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, kacke, die Sonne geht unter. Gut. Ich habe halt nicht mal ein Bett gerade. Da unten sind Schafe. Mit denen könnte ich mir theoretisch... Fuck my life, da unten sind auch schon Zombies. Ich kann ja aber gerade nicht runterspringen, weil in das Becken da hinten komme ich nicht. Da unten sind Zombies und ich muss aber... Warum fängt es denn jetzt an zu regnen? Bin ich hier in verfucking Regenland oder was? Da bin ich extra den ganzen Weg hier hochgestiefelt, diesen scheiß Berg, um dann zu sehen, dass die ganzen Schafe, die ich für meine Betten brauche, unten sind.
Fuck my life. Hallo Ladies, ich komm runtergewatschelt. Wir müssen dann halt echt mal gucken, ob wir uns irgendwie da vorne... Ihr seht wahrscheinlich gerade gar nichts, weil der Regen so kacke ist, ne? Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, okay, okay. Oh mein Gott, okay, okay. 4,5 Herzen. Wir haben hier Schafe. Ich muss die... Oh mein Gott, noch mehr Skelette. Okay, okay. Just chill your fucking base, okay? Hey, Mr. Creeper, can you please stay over there? Ich hoffe, es ist möglich, dass ich jetzt irgendwie mein Bett hier hin platziere und mich einfach nur hier hin schlafen lege. Okay. Everything's fine. Hui. Warum bist du denn immer noch da? I'm Mr. Lonely. Der Creeper fuckt mich ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob ich es gegen den schaffe. Oh mein Gott. Okay. Ist er irgendwie schneller geworden oder so? Den Creeper haben wir getötet. Da holen wir uns erstmal schön die Erfahrung hier. Wir könnten uns auch ein bisschen Weizen holen, damit wir nachher was essen können. Also wir haben halt da oben den Berg und wir haben halt da einen Berg. Ich weiß halt nur nicht, wo ich mich jetzt hinbauen soll. Alter, wollt ihr mich denn verarschen? Wieso ist denn da direkt wieder... Oh, hey. Ich weiß nicht, wo ich mich hinbauen soll. Also ich wäre dafür, dass wir uns erstmal hier hinbauen und hier einfach ein paar... Warum ist denn da ein Zombie? Ich wäre dafür, wir bauen uns erstmal da auf den Berg drauf und setzen uns da ein paar Kisten hin, sodass wir dann erstmal eine kleine Base haben. Ach, guck mal, das ist ein Höhleneingang hier unten. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch schon ein bisschen Kohle. Ich glaube, der Zombie ist hier irgendwo oben drüber über uns, oder? Das hier war der Durchgang, wo gerade der Zombie stand. Ich weiß allerdings nicht, wo der jetzt gerade ist. Also unten sind auf jeden Fall Kühe. Aber das ist sehr schön hier auch, ne? Man könnte sich halt hier wirklich perfekt hinbauen. Irgendwie hier so hier zwischen so ein paar Brücken und in der Mitte wohne ich dann. Das werden wir machen. An dieser Stelle würde ich dann auch das Video beenden, meine Damen und Herren. Wir stehen ja jetzt hier an dem Platz, wo ich dann auch in der nächsten Folge mein Hauptquartier hinschlagen werde. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Spammt mir die kompletten Kommentare zu mit Tipps, Sachen, die ich bauen soll, vielleicht Fragen, die ich dann beantworte, Kommentare, alles. Haut einfach alles in die Kommentare, was irgendwie mit Minecraft zu tun hat oder irgendwie, wie ihr mir weiterhelfen wollt, was ich bauen soll, worauf ich achten soll, etc. pp. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag in einer weiteren Folge von diesem Let's Play wieder. Bis dahin, haut rein und... Ja, tschüss.